Ja, dieses Emotionale, diesen Sechszylinder-Sound, da dachte man eigentlich, bei Boxster und Cayman sei das vorbei mit der 981-Baureihe, mit der 718-Baureihe, die danach kam, hat man eigentlich bei den GTS-Modellen nur noch Vierzylinder-Turbomotoren eingebaut gehabt. Und die GT4-Modelle, klar, und die Spider-Modelle, die hatten noch die Rennsport-typischen Sechszylinder-Saugmotoren. Aber Porsche hat sich anders entschlossen, deswegen sind wir sehr überrascht, dass wir nach diesem 981 GTS auch noch 718 4.0 GTS Modelle bekommen, die nochmal mit einem Saugmotor 6 Zylinder sogar größer als hier, 3,4 Liter Hubraum gegen 4,0 Liter Hubraum und 400 PS gegen 330 PS antreten. Und wir werden jetzt sehen im Folgenden, ob diese Modelle nochmal besser sind, nochmal emotionaler, klar, nochmal stärker, die Unterschiede ein bisschen herausarbeiten, und das sehen Sie jetzt im Folgenden. Und da ist er schon. Nicht im kalten Deutschland, sondern im warmen Portugal, hier direkt in Estoril an der Rennstrecke. 718 Boxster GTS 4.0. Ich glaube, das ist das Auto, wo mein Herz am meisten aufgeht. Also bei Produkten, bei Automobilen. In grün. Und so wie er da steht, kostet er 107.000 Euro. Das ist ein stolzer Preis, aber er bietet natürlich auch wahnsinnig viel. Allein seine Optik und so. Und die Vorfreude, die man hat, wenn man dieses Auto sieht und ich hier daneben stehe und ich das Privileg habe, dieses Auto zu fahren, es tut mir sehr leid für Sie alle, aber ich habe in diesem Fall echt richtig, richtig Lust auf dieses Auto. Das hatte ich in meinen 5 Jahren lange nicht mehr. Bisschen zweischneidiges Schwert, weil ich natürlich genau weiß, dieses Auto wird noch mal ein bisschen cooler sein, sehr wahrscheinlich, schätze ich jetzt mal. Ich bin jetzt nur von da hinten 200 Meter hierher gefahren als mein eigener 981 GTS Boxster. Aber für heute zumindest habe ich dann mal auf jeden Fall diese Freude. Ja, also lassen wir das mal beiseite. Jedenfalls das Auto hier ganz kurz von vorne haben wir eigentlich keine wahnsinnige veränderte Optik gegenüber den normalen GTS-Modellen, also normalen GTS-Modellen oder normalen S-Modellen. Wir haben hier nur ein paar andere Streben hier vorne, die das ein ganz bisschen noch mal sportlicher machen gegenüber dem S-Modell oder dem normalen Modell. Aber ansonsten haben wir hier keine Veränderung. Wir haben hier PDLS Plus Scheinwerfer in Dunkel. Und natürlich hier keine Exklusivoption, sondern das normale Kunststoffscheiben, Wisch, Wasser, Spritzdüse, wie auch immer sie heißt, nicht lackiert. Die lackierten kosten ja irgendwie nochmal 600, 700 Euro oder so, oder 400 nur, wie auch immer. Dann haben wir hier an der Seite die serienmäßigen 20 Zoll Räder. Auch die kennen wir schon, die sind GTS-typisch. Wir haben hier auch GTS-typisch ebenfalls das PASM-Fahrwerk 20 mm tiefer, das Sportfahrwerk. Wer es nicht so tief haben möchte, der kann optional auch, wahrscheinlich ohne Aufpreis, hoffentlich ohne Aufpreis, können wir aber nochmal auch nachschauen, 10 mm wieder höher gehen, also dass das Fahrwerk nur 10 mm statt 20 mm niedriger ist. Das ist für Märkte wie Taiwan, China, überall, wo die Straßen noch nicht so toll sind, ist das natürlich interessant. Oder wie gesagt, für die Menschen, die dieses Auto unverständlicherweise ein bisschen komfortorientierter haben wollen. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber gut, soll es ja auch geben. Deswegen haben wir das da. Wir haben hier keine, ich habe mich gewundert, warum hier die schwarzen Bremssättel sind. Wir haben hier keine schlechte oder schlechtere Bremsenanlage drin, sondern ganz im Gegenteil, es ist die ganz normale gelochte Bremsscheibe mit vorne 53 mm Durchmesser, die normal rot ist, aber hier als Option für 800 Euro in schwarz gemacht wurde. Allein nur, damit es natürlich den schwarzen GTS-Merkmalen besser passt oder so, ich weiß es nicht, oder vielleicht weil rot zu grün nicht so gut aussehen würde, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls sind die jetzt hier schwarz, das ist die ganz normale Bremsenanlage. Ja, an der Seite haben wir sonst normalerweise keine Veränderungen hier beim GTS 4.0, außer den Schriftzug da unten, aber den kann man natürlich auch wegbestellen, wenn man den nicht möchte, wenn man nicht zeigen möchte, dass man ein 4.0 fährt. Ja, hier die Einlässe, Lufteinlässe an der Seite, ganz typisch Boxster und Cayman, ganz typisch 718 und auch 981. Das ist ja ähnlich die Seite beim 981 auch gewesen, sogar gleich. Die kann man sich noch in schwarz Hochglanz bestellen über Porsche exklusiv wieder, und hier auch hinten in Silber. Das hätte ich jetzt nicht Silber genommen, sondern ich hätte jetzt auch Schwarz Hochglanz genommen. Dann hätte es auch besser gepasst zu den Bremsen. Da hätte sich der Aufwand zu den Bremsen auch gelohnt. Aber gut, diese Konfiguration, die muss man ja auch nicht so nehmen, wie sie ist, auch wenn die grüne Außenfarbe cool ist. Ja, ansonsten hier hinten, da hat sich noch ein bisschen was getan. Wir haben hier die Klarglas-Heckleuchten. Die gibt es auch schon oder gab es auch schon beim Porsche 981 Boxster. Die habe ich ja auch, oder die haben wir auch in unserem 981 GTS. Da hinten nur natürlich in anderer Ausführung. Und dann hier haben wir hinten natürlich den 718 Boxster GTS-Schriftzug in Schwarz-Hochglanz und die 3D-Buchstaben an dem Spoiler. Ansonsten bleibt hier alles gleich. Der Spoiler ist GTS-typisch ein bisschen
Breite und hat natürlich auch einen anderen Anstellwinkel als bei den Basismodellen, aber dieses Auto arbeitet im Prinzip mit den gleichen Werten wie auch ein normaler Boxster und mit den gleichen mechanischen Vorzügen, die dieses Auto hier zu bieten hat und eben diesen Anpressdruck, den es dann auch hinten auf die Hinterachse bringen kann. Da unten hat sich noch viel geändert. Da unten haben wir einen ganz anderen Diffusor als bei den normalen Modellen, auch bei den GTS-Modellen. Und wir haben hier hinten nochmal ein anderes Abgasanlagen-Layout. Diese Abgasanlage hier, die arbeitet mit dem Mehrdruck, der eben entsteht durch OPF, also durch den Ottopartikelfilter und so weiter. Da hat sie ein komplett anderes Layout, sodass man hier noch ein bisschen geschickter in Kombination mit der Sportabgasanlage umgehen kann, dass man den Abgasgegendruck ein bisschen vermindern kann und so und die Abgasanlage hinten ordentlich sportlicher einbauen kann. Deswegen ist dieses Layout neben natürlich designtechnischen Gründen so gewählt worden. Ja, ansonsten gibt es hier am Exterieur nicht wahnsinnig viel zu sagen. Spannend wird es im Interieur und das schauen wir uns mal kurz an. Und da haben wir die Sportschalensitze hier, die kompletten Schalen, die liebe ich so. Das sind genau die Sitze, die ich brauche und will und sofort hier auch reinbestellen würde. Und die sind ja seit neuestem auch klappbar, aber wobei hier bei diesem Auto wohl nicht. Na genau, dann sind das die feststehenden Schalen, weil man hier keine Klappschalen braucht. Normalerweise gibt es die ja auch klappbar, dass man die Schalen klappen kann, aber gut, hier ist es nicht der Fall. Nee, kann man nicht. Die sind so, wie sie sind. Kosten 5.300 Euro Aufpreis, sind geprägt mit GTS-Logo hier in Kreide. Und natürlich auch die Gurte in Kreide bzw. Silber sind hier eine Option, die richtig cool ist. Und vor allem diese Sitze halten einmal endlich in Kurven. Da kann man sich richtig reinfallen lassen und muss seinen Körper nicht die ganze Zeit gegensteuern. Deswegen halte ich das für sehr, sehr wichtig. Typisch GTS, auch Alcantara hier in der Sitzmittelbahn, Leder außen, doch überall diese schönen Nähte. Ganz genauso hier wie das Lenkrad, ebenfalls Alcantara. Und was wir hier haben, 6-Gang Handschaltgetriebe. Das gibt es hier serienmäßig mit dazu. Ab Mitte des Jahres kommt noch eine PDK-Version. Und man hat auch schon gesagt, dass diese PDK-Version GT3-Anleihen hat. Also es ist ein anderes PDK, als man es von den 981 GTS-Modellen sowieso kennt und auch von den 718 GTS-Modellen kennt. Anscheinend sollen hier noch ein paar Gimmicks des GT3s mit eingearbeitet worden sein, auch in Kombination mit der Sportabgasanlage. Auch wenn ich Schalten liebe und auch mit diesem Auto komplett verknüpfen kann, es passt einfach zu diesem Auto, aber erstens schneller ist ein PDK und zweitens, ich glaube, in Kombination mit der Sportabgasanlage wird es noch mal deutlich mehr Spaß machen als dieses Handschaltgetriebe hier. Vor allem mit Pedals hier hinten noch zu arbeiten. Bei diesem Auto gerade, ich glaube, ich würde mich auf ein PDK, warten, bis das dann auf dem Markt ist. So, jetzt haben wir aber, glaube ich, genug gemacht. Wir haben hier trotzdem noch die Bose-Anlage drin für guten Sound in dem Auto. Muss ja auch gesorgt sein. Ansonsten passt eigentlich alles mal so von der Beschreibung, schätze ich. Alles andere jetzt beim Fahren, weil ich will unbedingt das Auto fahren. Im Sportmodus jetzt. Man merkt auch die Klappensteuerung hier, wie sie regelt, laut, leise. Das ist echt krass. Bis zu einer Geschwindigkeit von 33 km/h sind wir hier relativ laut und sehr brummig. Und dann irgendwann regelt die Klappe alles weg und dann wird es sehr leise. Alles wegen diesen ganzen Geräuschtest. Und was noch interessant ist, diese Lufteinlässe an den Seiten, hätte ich nie gedacht, weil das Mikrofon bei den Tests auf der Höhe steht, dieser Lufteinlässe, sind so laut, dass man da auch aufpassen muss, dass die nicht lauter sind als bei bestimmten Geschwindigkeiten die Abgasanlage hinten, die Endro-Anlage. Ja, wir haben hier Boxster GTS 4.0 mit Piezo-Injektoren jetzt im Motor. Hat den Vorteil gegenüber den Magnetspulen, dass sie öfter einspritzen können pro Brennvorgang. Bis zu 8-mal ist es möglich. Porsche nutzt es gerade 5-mal pro Brennvorgang. Mit den Magnetspulen waren es nur 3-mal. Und so ist eine erhöhte Effizienz möglich, gerade mit solchen Sachen, dass man da auch zum Beispiel den Abgasgegendruck ein bisschen übertünchen kann, dass man vorne mehr Leistung reinbringt, dass man hinten den Druck einfach besser kriegt. Das heißt, wer mehr Leistung haben will, macht einfach den OPF raus. Ja klar, logisch. Ja, beeindruckend ist, und ich muss jetzt mal meine Brille aufziehen. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber dann sehe ich besser, gerade mit der Sonne. Beeindruckend ist tatsächlich die Kurvenlage. Wer hätte es gedacht? Aber
das ist genau mein Ding. Genau das ist. Und vor allem, wenn es dann hoch in die Drehzahlen geht, hier ist alles fest. Hier ist alles komplett. Alles Fahrwerk ist fest, die Lenkung ist fest, die Schaltung ist fest, die Gänge sind zwar länger, als man es erwartet. Manche Gänge drehen sich schon ganz schön lang, das hat man ja beim GT4 und Spider auch ähnlich. Aber trotzdem ist das so eine beeindruckende Sache mit diesem freisaugenden 4,0 Liter Motor und wie der hier durch die Kurven zieht. Wahnsinn. Alter, und dann noch diese Verzögerung und diese automatische Zwischengasangleich im Sportmodus, der macht es einem natürlich einfacher. Dann muss man selbst nicht Zwischengas geben, was ich natürlich auch mal ganz gerne mache, aber der übernimmt das jetzt für einen. Immer perfekt, immer präzise. Alle denken, man könnte richtig, richtig gut Rennerless fahren, aber es ist leider die Automatik, die das macht. Gut, ist halt so. Dann muss man das auch nicht mehr machen als Fahrer. Aber man hat es gesehen, gerade in den oberen Drehzahlen fängt der noch an zu kreischen. Dann kommt dieses typische Boxer 6-Geräusch wieder, was ich ja bei meinem auch habe, bei meinem 981 Boxer GTS. Aber da ist das Ganze nochmal lauter, nochmal emotionaler. Gut, wenn ich jetzt sage, lauter ist gleich emotional, dann gibt es da auch Gegenstimmen, kann ich auch verstehen, weil das hier ist auch mega emotional. Aber hier, wenn ich jetzt hier mit dem 981 GTS fahren würde, würde er die ganze Zeit blubbern. Die ganze Zeit so und diese leichten Zwischenschläge geben, diese leichten, dumpfen Zwischenschläge. Das hat man hier fast eliminiert. Das gibt es nur noch ganz leicht, ganz minimal. Aber ansonsten ist das nahezu weg, nahezu aufgelöst. Man hat jetzt einen viel reineren Boxer 6 Klang, der dann tatsächlich auch schön ist. Aber mir fehlt so ein bisschen das Temperamentvolle in diesem Sound. Aber gut, es geht nicht mehr anders. Und so ist diese Nummer natürlich schon ganz klar. Was ich jetzt übrigens merke, dieses Handschalten wieder, weil ich vorhin gesagt habe, ich würde auf den PDK warten. Dieses Handschalten wieder hat natürlich auch seinen absoluten Reiz, vor allem mit dieser Zwischengasfunktion und so. Das ist schon echt eine Nummer. Und ich bin mir jetzt doch nicht mehr so sicher, ob ich PDK doch vorziehen würde, weil dieses Handschalten, egal ob jetzt 4,5 Sekunden von 0 auf 100 oder dann mit PDK 4,3 oder 4,2, darauf kommt es dann am Ende bei so einem Auto auch nicht mehr an. Oh. Das heißt, dieses Handschaltgetriebe ist schon was Schönes. Aber er braucht ja. Die drehen alle immer durch, wenn sie das Auto sehen. Er braucht natürlich Drehzahl beim Anfahren und so. Und der erste Gang ist auch relativ lang übersetzt. Natürlich länger als beim PDK, aber das macht es auch ganz gut. Also damit kommt man echt ganz klar. Und wer trotzdem selber Zwischengas geben will, so wie ich jetzt gerade, der kann es auch, weil wenn man ein bisschen schneller ist als die Automatik, dann registriert die Automatik das und gibt selber kein Zwischengas mehr. Das ist echt auch ganz cool. Das heißt, man muss sich hier nicht bevormunden lassen. Aber dieses kurze, klar, es gibt nicht diesen Turboschub wie bei dem 2,9 Liter Motor, der dann gleich beim Überholen, wenn man in niedrigen Drehzahlen ist, ordentlich den Schub raushaut. Klar, beim Saugmotor, das ist ja auch der Reiz daran, da hat man erst die maximale Leistung, das maximale Drehmoment in den Drehzahlen und die Drehzahlen, wenn man es spürbar, also wenn man gerade spürt, jetzt unabhängig vom Datenblatt, was das Datenblatt sagt, dann fängt es so bei 4.500 bis 5.000 Umdrehungen an. Und dann kann man da schön Gas geben und das volle Drehmoment, die volle Leistung genießen. Schön ist, dass man auch, das kann beim PDK weniger, weil der erste Gang natürlich kürzer übersetzt ist, dass man hier besser den ersten Gang schalten kann, öfter den ersten Gang schalten kann, vor Haarnadelkurven, vor engen Kurven, die man im ersten Gang am besten fährt, dass auf engen Landstraßen
echt wichtig und echt hilfreich, sowas zu haben, weil dann ist man im ersten Gang gleich mal in höheren Drehzahlen und hat das volle Drehmoment gleich anliegen. Das hat man beim PDK nicht, weil man da meistens dann den Schaltwechsel hat zwischen erstem und zweitem Gang oder man bleibt im zweiten, dann hat man nicht sofort die volle Leistung und kann aus der Kurve zwar meistens trotzdem gut raus beschleunigen, weil das alles reicht, bevor das Heck kommt, aber hier ist es trotzdem manchmal praktischer, gleich volle Leistung im ersten Gang zu haben, dann wartet man kurz bis zum Kurvenausgang und gibt halt später erst Gas, aber dann hat man die volle Leistung. Das ist hier nochmal ein bisschen cooler. Allgemein dieses normale Fahren und auch diese Sportsitze, diese Sportcarbon-Schalen, die nicht klappbaren, jetzt kann ich die Brille auch wieder absetzen, werden genau mein Ding, sind halt verdammt teuer, muss man halt gucken, ob man die nicht auch woanders von Recaro oder so bekommt, aber 5.500 Euro würde auch wahrscheinlich ein Recaro-Sitz, also zwei Recaro-Sitze kosten. Und dann nimmt man doch die dann gleich von Porsche. Das ist ja auch klar. Alles andere, was hier optional ist, Servolenkung Plus auf jeden Fall für 250 Euro. Dann den Überrollbügel hinten in Silber lackiert, würde ich nicht machen. Habe ich vorhin schon gesagt, den hätte ich in Hochglanzschwarz oder einfach nur Kunststoff. Das wäre mir deutlich lieber. Und ansonsten ist eigentlich alles mehr oder weniger hier Serie, auf was man hier sitzt. Trotzdem ist der Grundpreis 84.000 und der Preis von dem Auto hier 107.000 Euro. Ich habe die auch schon gelistet, aber ich weiß jetzt gar nicht hier, was die Carbonblenden, die sind nochmal optional. So Kleinigkeiten, aber Kleinigkeiten kosten ja bei Porsche, wie man weiß, richtig viel Geld. Und naja, so ist nun mal, das Auto ist teuer als Gesamtpaket. 100.000 Euro für dieses Auto halte ich für realistisch, dass man diese Optionen hier reinbringt, und 100.000 Euro muss man auf jeden Fall rechnen. Aber dann hat man eigentlich einen Boxster Spider mit elektrischem Verdeck, was man nicht manuell öffnen und schließen muss per Hand. Mag für den einen oder anderen auch puristisch sein und schön sein, aber jetzt mal technisch ist das hier besser, die bessere Lösung. Und ansonsten 20 PS weniger als im GT4 und als im Boxster Spider, ja klar. Irgendeine Differenz muss man ja haben, aber ansonsten gleiche Komponenten. Es ist eigentlich alles gleich, nur für einen geringeren Preis, bisschen geringeren Preis. Ein Zweisitzer mit einem GT3 Motor, klar, er kriegt hinten, also in der Mittelposition, nicht so viel Luft wie beim GT3, der dann doch freihängender da hinten rumarbeitet. Aber die Leistung und dieses Ausdrehen einfach, klar, der GT3, der dreht noch ein bisschen mehr, aber das ist schon echt toll und verdammt begeisterungswürdig. Und in diesem Auto, ja, da fühlt man sich einfach wohl. Das ist wie in einem Maßanzug, und das ist auch eigentlich gleich auch schon das Fazit. Wer auf diese zweisitzigen Cabrio steht oder allgemein auf noch die sportlichen Fahrzeuge, die ein bisschen extrovertierter sind, ein bisschen extrovertierten Charakter haben und so, dann ist das eigentlich die Nummer. Also wer nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte, klar, der greift zu Abarth 124, den gibt es mittlerweile nicht mehr, der kostet auch nur ein Drittel. Und wer was richtig, richtig, richtig luxuriöses, schönes, aber auch funktionales haben will, der ist hier mit dem Auto absolut richtig an der richtigen Stelle, weil hier stimmt einfach alles. Man setzt sich rein, man setzt sich in diese Schalen, man fasst den Schalthebel hier an, man umklammert das Alcantara-Lenkrad, was zugegebenermaßen ein bisschen zu dünn ist, finde ich. Man müsste das mehr aufpolstern. Gibt ja auch Firmen, die das machen. Aber ansonsten ist hier einfach alles stimmig. Und er hört auf jeden Befehl, den man ihm gibt. Leistung liegt sofort an, es ist alles butterweich, er klingt wunderschön, es passt eigentlich alles. Richtig, richtig schön. Ja, wenn Sie es bis hierhin geschafft haben, dann vielen Dank dafür. Und wir sehen uns entweder bei Macan GTS Review, ist alles wieder verlinkt, oder bei einem der anderen Reviews. Ich freue mich auf Sie.